Moin, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder nach ganz langer Zeit ein Diskografie-Check, beziehungsweise kein ganzer, weil ich zu einigen Sachen nicht ganz so viel sagen kann. Aber ich will so eine kleine Werkschau machen von einer der für mich wie einer meiner Lieblingsbands, beziehungsweise auch eine Band, die für mal das, was ich sehr gerne höre, sehr einflussreich war und ist gewesen. Deathbell Omega. Ich tue mich da sehr schwer und ich habe das auch ein bisschen vor mir hingeschoben, weil das ist eine sehr komplexe Band bzw. Kollektiv. Und ich werde nicht auf die Thematik eingehen, inhaltlich, weil es geht um philosophischer Satanismus und orthodox, die ganze orthodoxe Schiene. Inhaltlich und zu den Texten kann ich nicht so viel sagen. Es ist wirklich unfassbar komplex. Da kann man rein theoretisch eine Doktorarbeit drüber schreiben. Darum geht es nicht. Auch wer wo mitmischt, man hört schon raus, dass irgendwo auch mehrfach Leute raus und wieder reingegangen sind und so. Darum soll es nicht gehen. Es soll eigentlich nur um die Musik gehen. Und warum ich nicht zu viel, allem viel sagen kann, ist, dass ich mich lange Zeit gar nicht mit dem Kram Simonumentum beschäftigt habe. Die Simonumentum ist so der Anfang für mich, wo Deathbell Omega für mich wirklich interessant geworden sind. Klar, aus Puristensicht ist der Kram vorher auch gut, aber ich finde, hätten sie mit dem Kram weitergemacht und hätte es diesen Bruch nicht gegeben, dann wäre es nur eine Band unter vielen und ich würde wahrscheinlich nicht drüber besonders reden. Sie hätte wahrscheinlich auch ihren Status innerhalb der Szene als eine weitere Black Metal Band, aber nicht als die wir sie heute kennen. Und das ist deswegen, ich persönlich, wie gesagt, finde sie erst ab 2004 spannend, aber ja. So, die Anfangsphase, angefangen 1999, Black Metal Band aus Frankreich. Wie gesagt, ich will jetzt nicht auf das Inhaltliche und so eingehen. Mit einem Demo und ich habe das gehört. Also, man kann es online hören auf YouTube. Ich glaube nicht mal, dass es das gibt. Also, vielleicht haben es 10 Leute, aber die Disciples of the Ultimate Void ist scheiße. Also, ich habe das gehört und war erschrocken. Also, es ist ein Black Metal Demo, ein typisches Black Metal Demo, klar. Aber ich weiß nicht, ob es nur an dem YouTube-Video liegt oder ob die Qualität wirklich so beschissen ist und dass die Lautstärke schwankt und dass das einfach. Ich habe die Band mit der Farce Ite kennengelernt. Also, da war ich 16. Also, es ist. Und wenn man dann sowas hört, dann ist das erschreckend. Also es ist, wie gesagt, es ist ein typisches Black Metal Demo, aber für das, was noch kommen sollte, ist das so irrelevant. Es hat überhaupt nichts mit später zu tun. Es ist norwegischer Black Metal, vielleicht ein bisschen kompromissloser, ein bisschen, ne, ein bisschen radikaler oder so und nicht mehr ganz so krass primitiv, aber es ist, der Sound ist scheiße, die Musik ist nicht besonders und es ist einfach nur Black Metal unter vielen. Würde da nicht der Name draufstehen, der da draufsteht, ich glaube, das Demo würde keine Sau jucken. Es ist einfach. Und ich habe es einmal gehört und da man da eh wahrscheinlich nicht drankommt, weil es das wahrscheinlich nur 20 Mal gibt und 66 Kopien und die gehen wahrscheinlich über 5000 Euro oder so. Nein, das ist. Ja, und dann kommt ja auch schon die Infernal Battles, ein Black Metal Album, wie es im Buche steht. Klassischer Norwegen Black Metal. Der ja schon radikaler, ernsthafter und böser ist als der klassische norwegische, also so 90er-Bands. Aber hat auch noch nicht diese Raffinesse von späteren Sachen. Hat auch noch nicht. Ich tue mich schwierig. Es ist ein okayes Debütalbum. Gecatcht hat mich da aber nicht viel. Der alte Sänger ist auch nicht so geil, also es ist eine klassische Black Metal Stimme, aber catcht mich nicht und irgendwie war ich unterwältigt. Also es ist okay, es ist ein gutes Black Metal Album, aber
Nicht, ist auch nicht das Beste von den Sachen, von den klassischen Death Bell Omega Sachen, also den klassischen Black Metal Sachen von Death Bell Omega, da gibt es auch Besseres. Es ist ein Debüt, ist okay. Fun Fact: Nach dem Song Drink the Devil's Blood hat sich die wahrscheinlich die eine gewisse Okkult-Rockband aus den Niederlanden benannt. Ansonsten ist das nicht der Rede wert. Ja, und dann gibt es ganz viele Splits, so, die alle zusammengefasst worden sind in der Manifestations 2001, 2001 mit Ausnahme von der Clandestine Blaze Death Bell Omega Split. Die ist da nicht mit drauf. Die gibt es auch nicht. Also die gibt es nur so. Also die der DSO-Beitrag gibt es nicht nochmal separat. Die Splits sind gut. Also ich habe jetzt nur die Death Bell Omega Parts mir angehört. Und die Splits sind deutlich zwingender und finsterer und bedrohlicher als die Infernal Battles. Und ist wirklich schon mal eine sehr krasse Steigerung zu den Anfangstagen. Auch die Infernal, auch auch das zweite Album, Inquisitors of Satan aus dem Jahre 2002, ist deutlich besser und ist das zweitbeste in Sachen der ersten Phase von Death Bell Omega. Man hat hier so ein paar finstere Melodien mit drin, es hat diesen orthodoxen Touch. Erinnert auch so ein bisschen an die Early Days von Vatein und sowas. Man merkt schon, dass die thematisch auch nicht so weit auseinander sind und es ist wirklich guter orthodoxer Black Metal. Es ist noch deutlich primitiver als so klassischer Orthodox wie Offenbaut oder so. Es ist noch mehr Norwegen als Orthodox, aber man merkt schon eine gewisse Tendenz. Es ist nicht mehr ganz so scheiß primitiv wie die Anfangstage und man merkt schon eine gewisse Reifung, eine gewisse eine gewisse ja, eine gewisse Reifung und das ist eben nicht mehr ganz so Standard Black Metal aus den ja, es ist nicht mehr ganz so generisch. Die Band wächst kompositorisch und von der Intensität. Es ist klassischer Black Metal, aber schon deutlich ernster und tiefer gehender als vieles. Und das Highlight aus der ersten Phase ist die Compilation Manifestation 2002, die also offiziell ist das eigentlich nie entschieden. Es sollte Splits geben und ein paar Songs waren für die Crushing the Holy Trinity aufgenommen. Und die Songs sind alle relativ schnell nach der Inquisitions of Satan erschienen, nicht erschienen, aufgenommen worden. Aber die wurden nicht offiziell. Also das sind so Songs, die aufgenommen wurden für Beiträge, die es dann nicht gab. Und am Ende ist es dann als diese Manifestations 2.2. Und das ist bitterböser, radikaler, klassischer Black Metal, der wirklich stellenweise schon in Sphären von Yearly Funeral Mist und so. Nicht ganz so auf die Fresse Faktor, aber die Bösartigkeit und die Finsternis und all das ist krass. Und es ist wirklich das Beste. Also wer von Death Bell Omega nur die späten Tage können, wozu ich auch gleich viel mehr sagen kann als zu dem hier, weil ich habe die wirklich jetzt einmal für das Video, habe ich mich wirklich durchgehört durch die gesamte Diskografie, aber ja, wo wollte ich hin? Ich habe mich da einmal durchgehört, aber die Sachen haben mich wirklich jetzt bis auf die Inquisitors of Satan und die Manifestation 2002
hat mich das ehrlich gesagt nicht krass abgeholt. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal hören müsste. Interessant ist, dass auf der Manifestation 2002 ein Song, der Diabolus Absconditus, Gloria, Diabolus Absconditus heißt so rum. Und es gibt den Diabolus Absconditus Song gibt es, also nicht in der, ohne das Gloria, und der ist dann tatsächlich auf der Crushing Trinity zu finden. Aber im Gegensatz zu dem 6-Minuten-Song ist es eine 22-minütige Nummer. Wo da die Parallelen sind, weiß ich jetzt gerade nicht, aber interessant zu sehen, dass vielleicht aus dem Song dann sowas geworden ist. Ja, dann kommt ja der Bruch 2004. Es gehen Leute, der eine hat gesagt auch, dadurch, dass Despel Omega dann in dieses orthodox-philosophische Satanismus gegangen sind und nicht mehr vom normalen Satanismus in so eine philosophische Art und in eine deutlich tiefere Richtung gegangen sind, und auch ist der dann ausgestiegen, einer der Gründer, und unter anderem der Herr Asbar am Gesang, und ja, und ab da wird es zu dem, was wir heute kennen, dieser progressive Schrägstrich Avantgarde Black Metal Dissonant, experimentell. Und ja, es gibt Vorläufer, spätere Mayhem-Sachen, sowas wie Wettbuhns Ende, Mysticum, Zorns und sowas. Das nimmt das ja vorweg. Und auf der anderen Seite hat man natürlich diesen ganzen orthodoxen Kram, was hatten wir noch? Ja, Parteien, Funeral Mist und eben halt DSO, das waren so die ersten. Oder halt auch in Frankreich die Svest. Und Despel Omega waren so die ersten. Also, sie waren auch nicht die ersten in Frankreich, die diesen dissonanten Sound gefahren sind. Blut aus Nord waren früher da mit dissonanter Musik. Aber ja. 2004 war ein einschneidendes Jahr für den Black Metal, wegen zwei Alben, unter anderem wegen zwei Alben, die den orthodoxen philosophischen Satanismus in die Szene gebracht haben. Nachdem Ende der 90er das alles sehr oberflächlich und sehr glatt und clean geworden ist und auch sehr viel Bombast und so ein Black Metal, sind zwei Alben 2004 rausgekommen, die das wieder in den tiefsten Underground geführt haben und wieder in die schwärzeren Gegenden, nämlich einmal die Vatain, die Casus Luciferi, die Si Monumentum Requiescat Circumspice von Despel Omega, die in sehr vieler Hinsicht ein besonderes Werk. Es beginnt ja nicht nur die progressive, avantgardistische Phase. Es beginnt ja auch eine Trilogie, die für mich mit zum Besten gehört, was überhaupt an Musik rausgekommen ist. Diese Trilogie ist einfach nur ohnegleichen. Es ist der Wahnsinn, was das. Diese drei Alben sind der Höhepunkt des Schaffens dieses Kollektivs. Die Si Monumentum ist von diesen dreien die traditionellste. Die hat noch genug traditionellen Black Metal, aber das gespickt mit dem für was man die Band halt eben kennt. Es ist dissonanter, finsterer, aber gleichzeitig genug oldschool. Denn das ist so, kann man es Übergangwerk nennen? Ja, es ist schon Übergangwerk, aber es ist deutlich. Es hat schon alles, wofür man spätere kennt. Es ist halt eben noch genug also es hat diese Dissonanten, es hat das Groteske, es ist extrem lang, das Album geht über eine Stunde. Es hat eine unfassbar böse Atmosphäre, es ist eines der finstersten Alben, was ich so kenne. Und hat auch diese Bombast und dieses altertümliche Atmosphäre, so eine okkulte, altertümliche Atmosphäre, als würde man in einem riesigen Tempel stehen und würde einfach von dieser gigantischen, finsteren Anlage, einfach von dieser Erhabenheit und Mächtigkeit erschlagen.
Und dieses Album ist das vielleicht düsterste und böseste Album. Und allein Songs wie Carnal Maleficator und der mit seinen 12 Minuten einfach so großartig ist und auch diese Chöre und so, da ist es so viel böse Atmosphäre und es ist, wer einen Einstieg braucht wer einen Einstieg braucht in die anspruchsvollen Werke von Despil Omega, DC Monumentum, würde ich empfehlen, aber es gibt noch ein, zwei Alben, die ich auch als Einstieg empfehlen kann. Dann ging es weiter. Wir haben ein paar einzelne Songs, die dann zwischendrin erschienen sind. Einmal der Song Mars Grave Aesthetics, der auf einer Mehrfachsplit mit Mutilation, Antaeos und Malicious Sequels erschienen ist. Mutilation kennt man, Malicious Sequels kenne ich jetzt nicht, aber Antaeos sind ja auch eine der französischen orthodoxen Bands, die ja wirklich dieses Genre musikalisch radikalisiert haben. Und Mars Grave Aesthetics ist ein unfassbar geiler Song. Ich hatte den gar nicht so krass auf dem. Ich habe den gar nicht so krass im Gedächtnis gehabt, weil ich ja eher so ein Albenhörer bin als einzelne EPs, aber ich muss sagen, wie alle Songs von Despil Omega, die Überlänge haben, ist der einfach nur unfassbar geil. 20 Minuten, laut, leise, unfassbare Spannungsbögen, abartiges Gefrickel, aber immer noch genügend nachvollziehbare Parts. Es ist noch nicht komplett der Overkill, der kommt später erst. Und ist vielleicht mein zweitliebster Despil Omega Song, drittliebster. Ich habe so ein paar Lieblingssongs und der ist auf jeden Fall unter meinen Top 5 mit dabei. Ja, aber diese Standalone-Tracks, und da kommen wir noch zu einem, nämlich die Crushing Holy Trinity EP, wo ja auch Künstler verewigt sind, die Black Metal-Geschichte geschrieben haben, nämlich natürlich Despil Omega. Wir haben Kleines Fanbase, kennt man, aber auch eine Band, die damals noch gar nicht bekannt waren, in dem Sinne, wir sind im Jahr 2005, Magwar. Magwar sind hier mit der ihrer Power and Will drauf, die ja bis dato nur eine Demo und so rausgebracht haben und dann kam und EPs, die Großer kam ja erst 2007 und eben Despil Omega mit ihrem, meiner Meinung nach, was ich ja gerade angesprochen hatte, Diabolus Absconditus, aber eben der, nicht die Gloria, sondern der nur Diabolus Absconditus Song, der mit seinen 22 Minuten einfach ein unfassbar geniales Stück ist. Das ist eine Komposition. Hat schon vom Aufbau und auch von der ganzen Atmosphäre von klassischer Musik einfach, weil es sowas wie übergroßes hat. Der Song ist riesig. Nicht nur von der Länge, sondern einfach von allem. Allein schon wie der anfängt, dieses unglaublich dann spannungsfördernde Intro, dann dieser stampfende Anfang, dieser langsame, bevor es dann wirklich losbricht und auch dieser Anfang mit diesen leiernd falsch klingenden Gitarren, der schon echt eine echt finstere Stimmung aufbaut. Und Diabolus Absconditus ist mein Lieblings-DSO-Song. Der Song ist und vielleicht auch mein Lieblings-Black Metal-Song, kommt auf den Tag an, aber so in 9 von 10 Fällen ist das mein Lieblings-Black Metal-Song. Ja, und dann die Kenose ist auch noch ganz interessant, die kam auch noch dazwischen aus 2005, sehr viel raus, eine EP von 36 Minuten. Was sehr interessant ist, weil hat 3 Songs, gilt als EP mit 36 Minuten. Die sind halt hier auf Bones, wo wir nachher noch zu kommen, mit 29 Minuten wird als vollwertiges Album bezeichnet.
Und ist ja, ist interessant. Aber die Kenose ist der Übergang von der noch mit relativ vielen klassischen Zutaten arbeitenden C-Monumentum zur komplett entfreiten und komplett wahnsinnigen Phase-Ite. Sie hat schon dieses Moderne und dieses Groteske und dieses komplett Frickelige und wirklich anstrengende, aber Despel Omega, finde ich, machen das auf, weil es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zu vielem, was so im progressiven Bereich läuft, und Despel Omega, einfach weil Despel Omega es schaffen, bei allem Gefrickel und bei allen Gitarrengewichse und so immer noch diese unfassbar finstere und bedrohliche Atmosphäre zu schaffen. Und das ist das, was sie unterscheidet. Es erinnert mich, Despel Omega sind, wenn man die Band noch nicht kennt, aber wenn zum Beispiel sowas wie neuere Gorguts in so eine, für mich sind ja die Coleroid Sands für mich klingt, für mich wie eine Death Metal-Version von Despel Omega. Aber sie schaffen es, dieses Wahnsinn, dieses Gefrickel und dieses Anstrengende und dieses komplett Überladene, was te das Technische angeht, in eine wahnsinnige Bahn zu lenken. Und dadurch, dass das durch dieses unmenschliche Schlagzeugspiel, was meistens ja knüppelt wie Sau, hat das alles immer noch so eine gewisse Intensität und auch so eine gewisse Dringlichkeit, wodurch was Despel Omega ausmacht. Und wie gesagt, Kenose ist quasi der Übergang von der noch halbwegs traditionellen Essi-Monumentum zum komplett Überwerk und des Wahnsinns, nämlich die Fastnite aus dem Jahr 2007. Ich war 16, maybe 16, 15, 16 war ich, als ich das Ding kennengelernt habe. Und ich hab's damals einfach nicht verstanden. Ich hab das gemocht, das Album. Ich hab das gerne gehört. Aber ich hab's gehört einfach nur, weil es krass war und nicht, weil ich das musikalisch verstanden habe. Ich hab mich einfach von dem Teil weggeblasen lassen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich dieses Monument verstanden habe. Weil allein dieses unfassbar bedrohliche Intro, was schon richtig angsteinflößend ist, und dann dieses Überfallartige, das komplett wahnsinnige Gefrickel, dann diese immer wieder Ruhepausen, die gar keine Ruhepausen sind, weil die einfach nur unendlich Spannung erzeugen, gregorianische Chöre und eine unfassbar sakral böse Atmosphäre. Ich weiß nicht, dieses Album ist unfassbar genial, das Drumming, was in den ruhigen Passagen schon ein bisschen was von Jazz hat, also das Album ist 10 von 10 in Sachen Technik, in Sachen Atmosphäre, in Sachen Wahnsinn, in Sachen Intensität. Aber alleine, weil es auch an diese, aber auch weil es diese Ruhepausen und also so ruhigere Momente und auch diese Intro-Outros von den Stücken so geschickt setzt und immer so Kontrastpunkte setzt, dass das Geprügel noch brachialer wirkt. Ich habe mich A Core for the Lost ist meine Nummer 2 in Sachen Despel Omega Songs aus mehreren Gründen. Und einer davon ist dieser Anfang. Es fängt relativ langsam schleppend an und dann kommt so ein Break, es wird ruhiger, es wird leiser, man denkt, der Song klingt aus, und dann auf einmal bam, es knallt. Und früher habe ich mich jedes Mal, als dieser Song angefangen hat, mich erschrocken. Jedes Mal bin ich bei der Stelle zusammengezuckt. Dann, was dieser Song großartig macht, ist sowas wie, das Teil hat sowas wie einen Chorus. Das ist, was sowas fast wie eine Melodie hat, einen Chorus. Also Despel Omega deuten hier einen Chorus an, der wirklich dadurch, dass der Gesang da auch ein bisschen variiert und ein bisschen dieses Gekeil, der Gesang von Asper da in so eine richtig, kann fast schon
Auf jeden Fall geht er so eine sehr eindringlich, klingt er an dieser Stelle, was schon zusätzlich nochmal für einen Gänsehautfaktor ist. Und obendrauf zur Krönung gibt es bei dem wundervollen Stück auch noch ein melodisches Solo, ein böses melodisches Solo, was ja diesen Song perfekt macht. Also A Call for the Lost ist mein Tipp, wenn ihr nach Diabolus Absconditus, ist mein Lieblingssong und kann ich nur empfehlen. Aber der Anfang jedes Mal damals, jedes Mal bin ich zusammengezuckt und ich konnte, selbst wenn ich mir sagte, das ballert gleich sofort los, aber jedes Mal habe ich mich da erschrocken. Ich weiß nicht wieso. Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber damals als Jugendlicher war das noch etwas, was mich noch ziemlich krass mitgenommen hat, was heißt mitgenommen, aber da bin ich immer noch zusammengezuckt. Und ja, und dann ist der letzte von diesen überlangen Songs, Chaining the Kateichon, ist auch ein unfassbar, geht in die Richtung von Diabolus Absconditus, laut, leise Dynamik, unfassbar frickelig, aber immer dieser Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich zu dem Stück besonders sagen soll, weil es einfach. Diese überlangen Songs von Death Omega sind einfach so das Beste, was sie je rausgemacht haben, außerhalb des Albenkontexts. Und Chaining the Kateichon ist ebenfalls so ein Monumentalsong, der unglaublich gut ist und dadurch alles andere überstrahlt, wenn man alleine durch wie er aufgebaut ist, durch den ganzen kompositorischen Kram und halt durch diesen Wahnsinn. Es ist halt schwierig. Er unterscheidet sich jetzt nicht krass von den anderen beiden langen Songs, aber die drei Songs zusammen sind die drei Songs sind Stücke, Kompositionen, Chaining the Kateichon, Musgrave Aesthetics und Diabolus Absconditus. Diese drei Songs sind so unfassbar gut. Diese drei Songs sind besser als so viele andere Black Metal Bands in ihrem gesamten Schaffen. Gibt es übrigens auch Chaining the Kateichon gibt es einmal so als einzelnes Stück, aber auch als Split mit Svest, die ja dieses wundervolle, großartige Album Urfaust rausgebracht haben. Ja, Urfaust. Svest war Urfaust, genau. Auch großartige Band, die schon orthodox ist, auch ein bisschen avantgardistisch, aber auch sehr roh und rohrmäßig unterwegs ist, also es ist sehr weird. Und diesen Song gibt es als Split mit dem Ta Titel Veritas Diaboli Manet in Aeternum, als Split mit eben Svest. Und die beiden Songs, Diabolus Absconditus und Musgrave Aesthetics gibt es auch nochmal als Compilation, beziehungsweise Diabolus Absconditus gibt es als alleinstehende EP und halt eben als Zusammenschluss. Und dann ist die Parakletos. Die Parakletos ist quasi die Fortsetzung der Farsite. Kompakter, nachvollziehbarer, eingängiger als die Farsite. Die Songs sind deutlich kürzer. Ich meine, wir haben bei der Farsite genau vier Songs mit zwischen 7 und 12 Minuten. Hier ist wirklich kompakte Songlänge, sehr ein paar Instrumentals und es ist so, dass der nachvollziehbarere Bruder von der Farsite und ist auch das letzte Werk der Trilogie, die ja mit Simon Momentum angefangen hat. Und es ist bei vielen DSO-Fans ist das die Lieblingsplatte. Also ich kenne viele, wenn man auch so in Foren und so unterwegs ist,
Wenn über DSO geredet wird, dann ist das meistens das Werk, welches immer auf Platz 1 steht. Objektiv kann ich sogar irgendwo nachvollziehen, weil es halt einfach die Essenz von neueren DSO auf kompakte Stücke runterbricht und trotzdem sich genug Zeit lässt, um den Songs Wahnsinn und so. Das ist da alles drinne. Allerdings, ich kenne auch Leute, die Simonementum, weil es noch sehr viel den klassischen Stuff von DSO noch irgendwo mit dran. Es hat noch diese klassischen Vibes und es ist auch das düsterste irgendwo Album von Deathbed Omega. Aber ich persönlich bleibe immer bei der Fast Ite. Es war mein Einstiegswerk. Es ist das Wahnsinnigste von allen DSO-Alben. A Core for the Lost ist halt der beste DSO-Song mit. Und kein anderes DSO-Album hat so genial mit dieser laut-leise Dynamik und diesen unheilvollen, quälenden Intros und so gearbeitet. Von daher, aber die Parakletos ist quasi die zugänglichste von der Trilogie und von den neueren Sachen, also von dem wirklich neuen DSO-Sound und ist quasi ein guter Einstieg. Wenn man Deathbell Omega ohne den klassischen Kram kennenlernen will, also von einem wirklich neuen DSO, ist die Parakletos so mit die am einfachsten zu konsumierende und die ich empfehlen würde, also die Simonumentum würde ich empfehlen, wenn man quasi den wahnsinnigen und modernen Kram haben will, aber gleichzeitig noch den klassischen Black Metal Vibes noch irgendwo haben will. Ist so das Beste aus beiden Welten. Die Parakletos würde ich empfehlen, wenn man diesen komplett im frickeligen und avantgardistischen Style anhören will. Und da aber noch, sage ich mal, etwas braucht, was nicht ganz so krass übertreibt. Und ja, die Fast Ite würde ich nicht als Einstieg empfehlen. Außer ihr seid ein bisschen bekloppt im Kopf wie ich, dann würde ich die Fast Ite als Einstieg empfehlen. Aber ist jetzt nicht das Album, mit dem ich einsteigen würde. Okay, ich habe es auch getan, aber ja. Und dann war es lange Zeit ruhig. Es gab noch eine EP, die Drought. Die Drought ist anders. Sie ist zwar in diesem modernen DSO-Stil gehalten. Erstens, wir haben 20 Minuten für eine EP von Deathbed Omega. Wir haben 3-Minuten-Songs. Also, es ist alles anders. Es ist musikalisch gesehen eine sehr irdische Deathbed Omega EP, weil sie deutlich direkter ist, deutlich straighter, deutlich aggressiver. Wie gesagt, es hat diesen Wahnsinn von einer Fast Ite, aber deutlich geradliniger, deutlich primitiver. Nicht falsch verstehen, es ist immer noch dissonanter Black Metal, aber deutlich primitiver und so. Also es wirkt so, als hätte sich diese Band einfach mal abreagieren wollen. Und allein deshalb sticht die so heraus, weil die von den neueren Sachen ist das nur einfach ja, Geknüppel. Es ist von den neueren Sachen einfach nur Geknüppel, was ja, aber sehr direkt und eben nicht überfordernd krass. Also das ist quasi wenn ich wirklich einen Einstieg nehmen müsste, wenn man jetzt nicht darauf besteht, mit einem Album anzufangen, was den neueren Deathbed Omega Sound angeht, würde ich die empfehlen, die Drought, weil die hat zwar alles, wofür spätere Deathbed Omega Sachen bekannt sind, aber deutlich direkter und deutlich aggressiver, wodurch es halt einfacher zu konsumieren ist. Ja, und dann war es wirklich lange still.
Von 2012 bis 2016 kam nichts mehr und die Band hatte sich in den Ruhemodus begeben. Und eigentlich ging man auch davon aus, da kommt nichts mehr, weil so nach dem Motto, die Band tritt auf ihrem Zenit ab, sie hat alles gesagt, sie hat diese Trilogie rausgebracht, die das Beste ist, was der Black Metal seit den 2000ern je gesehen hat und das kannst du nicht mehr übertreffen. Und ja, dann kam Synergy of Molten Bones. Und das ist nach der Trilogie mein Lieblingsalbum. Ja, es ist ein Album, obwohl es kürzer ist als die Kenose. Ich weiß nicht warum, aber das Ding ist nach der Farsighte auch das Anstrengendste, was Deathspell Omega gemacht haben, weil es man nimmt den Wahnsinn und den Frickelfaktor von der Farsighte und kombiniert ihn mit dem Auf-die-Fresse-Faktor der Drought-EP und dann kommt die Synarchy of Molten Bones raus. Vier Songs, die tempomäßig 99,9% immer am oberen Limit sind, aber eben nicht direkter wie die Drought sind. Also die Drought ist, ja, wie gesagt, auch, die ist nicht nur, die knüppelt zwar die ganze Zeit, aber ist direkter, songdienlicher, was weiß ich, einfacher, irdischer. Aber die Synarchy of Molten Bones ist bei, trotz des maximalen Knüppelfaktors so anstrengend, weil sie eben noch diesen Wahnsinn, diese Dissonanzen und das Überfrachtete hat, wofür man Deathspell Omega entweder liebt oder hasst, so. Aber das Ding, es hat, wie gesagt, es hat es knüppelt wie die Drought und ist so überfrachtet, wahnsinnig und anstrengend wie die Farsighte. Was in Onward, Where Most with Raven I May Meet, der einzige Song, der 10 Minuten geht auf diesem Album, was da alles abgeht in diesem einen Song, reicht bei anderen Bands für die gesamte Diskografie. Und bei Deathspell Omega passiert das in einem 10-Minuten-Song. Der ist so krass überladen und so viel passiert da, dass man von vorne bis hinten nicht weiß, was abgeht. Und da macht es wiederum Sinn, dass es ein vollwertiges Album ist, weil was den Forderungsgrad, also wie ich als Hörer gefordert werde und was die Intensität angeht, ist das definitiv ein vollwertiges Album. Oder anders gesagt, wenn du das gehört hast, nach den 29 Minuten bist du durch. Da brauchst du keinen Nachschlag. Das hat sich erledigt. Wenn du die 29 Minuten durch hast, bist du gebügelt. Also von daher, vor dem Hintergrund ist es verständlich, dass es ein Album ist, aber vor dem Hintergrund, dass andere Werke deutlich kürzer sind, nicht verständlich. Dass andere EPs auch 20 bis 30 Minuten gehen, schon komisch, dass das ein Album ist, aber gut. Und dann kommen wir zu The Four Naces of Polygenesia von 2019, ein sehr starkes Jahr. Und dieses Album ist merkwürdig. Es ist nicht mein liebstes DSO-Album, es ist ein gutes DSO-Album, aber es ist anders. Es ist immer noch dieser moderne, dissonante Sound, aber es ist deutlich zugänglicher. Es ist sogar zugänglicher als die Parakletos. Ich würde die aber nicht als Einstieg nehmen, weil die sich schon ein bisschen von den anderen unterscheidet. Die wirkt spontaner, die wirkt nicht ganz so krass zu Ende komponiert und so, wie andere DSO-Sachen. Sie hat sehr viel Mittempo-Songs und sehr viel synthetischen Bombast auch zwischendrin. Und wodurch das auch so eine gewisse Todessehnsucht, nicht Todessehnsucht, aber so eine gewisse Atmosphäre hat, so eine ja, triumphale, bevor ich jetzt hier anfange, Quatsch zu reden, aber sie unterscheidet sich schon einfach, weil sie trotz des dissonanten Stils zugänglicher ist
Die Songs sind auch so lang wie bei der Paracletus und wie gesagt, wir haben hier deutlich viel mehr Mittempo, auch schleppende und stampfende Stücke, was für DSO-Verhältnisse was Besonderes ist. Und was mir aufgefallen ist, also was heißt mir aufgefallen, aber es war sehr merkwürdig. Wir hatten drei Bands in dem Jahr, die normalerweise einfach Alben rausbringen, ohne das vorher anzukündigen. Und alle drei Bands haben auf einmal, es wurde angekündigt und es gab sogar einen Vorab-Single auf YouTube. Beziehungsweise bei der Band gab es sogar ein Video bei DSO, so ein animiertes. Und zwar ist die Rede natürlich von Despin Omega. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war. War es Ad Armor oder 1523? Auf jeden Fall einer der langsameren Songs wurde da extra gewählt. Und der hat so ein animiertes Video bekommen. Dann waren es Titanblood, die ja zu The Baneful Core, die zu The Baneful Core, die ja auch nie vorher irgendwas bekannt gegeben haben, sondern einfach immer aus dem Nichts gekommen sind. Und Magwar haben den zweiten Song von Age of Excuse mit einem Vorab-Single bei YouTube hochgeladen. Auch eine Band, die immer Sachen aus dem Nichts veröffentlicht hat und alle drei Bands im selben Jahr, das war schon etwas merkwürdig. Merkwürdig, ja, ein gutes Stichwort. Die letzte, ich will jetzt auch nicht zu lange noch reden. The Long Defeat aus dem Jahr 2022. Damals war sie mein Top 10. Sie ist immer noch ein saugutes Album, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist konsequent, es ist Konsequenz. Nachdem Despot Omega in den Bereichen der. Im Bereich chaotischen, dissonanten Black Metal alles gesagt haben und wahrscheinlich sämtliche Extreme mit der Farce Ite und mit der Synarchy of Bones ausgereizt haben, ist es irgendwie auch logisch, dass man dann andere Bereiche auslotet und zwar mit The Long Defeat, was ein unfassbar zugängliches, rockiges Album ist für Death Omega Verhältnisse. Es hat noch ein paar Dissonanzen, gerade im Opener, einer meiner Lieblingsstücke von Despin Omega, weil es hat sowas richtig Spannungsaufbauendes, weil es ist ein Mittempo-Stück, wo man die ganze Zeit denkt, es könnte jetzt losbrechen. Dann ist hier überraschend Arioch, beziehungsweise Mortus von Marduk, beziehungsweise Arioch bei Funeral Mist als Sänger zu hören. Und ist einfach ein Song, der wirklich krass ist. 11, 12 Minuten. Aber dieses Album, ja, es ist deutlich rockiger, zugänglicher. Es hat nicht dieses grotesk Überfordernde, was mir halt fehlte. Deswegen fand ich in dem Jahr auch die erste Blut aus Nord von dieser Trilogie, die erste von der Lovecraft-Trilogie, die fand ich so viel besser, weil die einfach diesen Wahnsinn hatte und das fehlte mir hier. Aber musikalisch war das wirklich hochwertig. Also man hat da schon so ein paar proggige Sachen drin. Wie gesagt, es hat so eine Rockigkeit, so eine Luftigkeit, die man von DSO so nicht gewohnt ist an manchen Stellen. Und es hat auch sehr viel von aktuellen Polen-Sound. So Magwar, Blaze of Perdition und sowas. Es geht emotional geht das in eine ähnliche Richtung. Ich weiß nicht. Wenn das das letzte Album war, dann hinterlässt es ein sehr großes Fragezeichen bei mir. Auf der anderen Seite will ich nochmal sowas in die Richtung. So als einzelstehendes Werk, okay, kann ich verstehen. Aber ich bräuchte jetzt nicht nochmal sowas. Ich würde gerne nochmal sowas wie die Farce Ite hören, aber ich glaube, die Trilogie wirst du nicht nochmal so hinkriegen. Aber sowas wie die Synarchy of Molten Bones wäre schon nochmal geil. Aber selbst sowas ist wahrscheinlich was Einmaliges. Von daher, wenn sie mit dem Album abtreten, dann wäre es so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob. Also, wir haben ja erst 2024, das Album ist 2 Jahre alt, ob da noch was kommt, man weiß es nicht. Es würde mich nicht überraschen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich der Abschluss war. Also,
Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, The Long Defeat ist, egal welche Phase ihr bevorzugt, die direkte Phase, die Oldschool Black Metal Phase, dann ist es eh egal. Und wenn ihr die moderne Phase bevorzugt, dann ist das das allerletzte Album, was ich mir anhören würde, weil es einfach, es steht so für sich und hat überhaupt gar nichts, also außer dass es anspruchsvoll ist, außer dass es frickelig ist, aber es hat so gar nichts mit anderen Alben der Diskografie zu tun. Von daher ein Album, was ich ganz hinten von den neueren Sachen von DSO einsortieren würde. Und ich will jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt schon fast 15 Minuten geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao. Man sieht sich beim nächsten Video.